So, weiter geht das. Genau, ich bin jetzt hier, wie gesagt, nach Unterstadt gelaufen. Hoffe jetzt, mein PC stürzt nicht mehr ab. Und habe jetzt mir noch den... Ih, da ist eine rote Zahl oben im Eck, die möchte ich nicht haben. Geh weg. So, jetzt habe ich mir noch den Wappenrock von Unterstadt geholt. Und genau, werde jetzt doch da Ruf farmen, nicht bei Orgrimmar, weil die noch alle neutral sind. Und das mag ich nicht. Und jetzt werde ich hier das erste Quest annehmen. Die Quest kriegt man jetzt ja immer bei diesen Schildern. Und dieses Quest führt mich eben nach Silberwald. Und da werde ich jetzt mal schnell hinlaufen. Also, jetzt bin ich sonst wo da und muss jetzt hier eben nach Silberwald. Da laufe ich jetzt mal hin. Und mach währenddessen eine, also einen Cut. Bis dann. So, und hier sind wir jetzt noch nicht ganz da, aber hier fängt der neue Silberwald an, der jetzt schon anders aussieht als früher. Also früher war hier kein so ein Zaun und dieses ganze, was auch immer es sein mag, war da auch noch nicht. Und wie es aussieht, früher gab es ja das Grabmal, das irgendwie immer so war, also da war, musste man hier noch den ganzen Weg laufen. Und wie es jetzt hier aussieht, haben sie jetzt hier schon weiter vorne quasi eine Heimat gebaut. Ein Unterschlupf, Kommandozentrale der Verlassenen, genau. Und da muss man jetzt glücklicherweise nicht mehr ganz so viel laufen. Und natürlich, was sie ja auch seit Cataclysm gemacht haben, dass es viel mehr Flugpunkte gibt. Statt nur ein bis zwei pro Map gibt es, also pro Gebiet, gibt es jetzt meistens so drei, vier. Und das ist doch, doch einiges angenehmer. Genau, also schnell Flugpunkt geholt. Wir liegen lauter tote Menschen. Und hier gebe ich jetzt die Quest ab. Und bekomme dann den Auftrag, auf die Ankunft von Kriegshäuptling Garrosh Hellschrei zu warten. Da ist Sylvanas. Wenn man vom Teufel spricht. Es ist hoffentlich wichtig, Sylvanas. Ihr wisst, wie sehr ich diesen Ort und seine Gestank hasse. Was wollt ihr von mir? Wichtiger, was wollen diese Geißelscheusale hier? Kriegshäuptling, wie schön, dass ihr es geschafft habt. Ein bisschen lauter Nach dem machen. Tod des Lichtkönigs verlor der intelligentere Teil der Geißel seine Arbeit. Diese Scheusale, wie ihr sie so feinfühlig nennt, heißen Walkür. Sie unterstehen nun meinem Befehl. Und sie sind einer der Gründe, warum ich euch sprechen wollte. Raus damit, Sylvanas! Nun gut, Kriegshäuptling. Ich habe einen Ausweg für mein Volk gefunden. Den Verlassenen ist es nicht möglich, sich fortzupflanzen. Mit Hilfe der Walkür ist es uns nun möglich, aus den toten Körpern der Gefallenen neue Verlassene zu erschaffen. Agatha, demonstriere es dem Kriegshäuptling. Also ich lasse das jetzt hier mal laufen, muss ich sowieso. Was ihr hier getan habt, Sylvanas, geht gegen die Gesetze der Natur. Widerwärtig ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Kriegshäuptling, ohne diese neuen Verlassenen wird mein Volk aussterben. Unsere Macht in Gilneas und dem nördlichen Lordaeron würde schwinden. Habt ihr auch nur einmal an die Konsequenzen gedacht, Sylvanas? Was unterscheidet euch nun noch vom Lichtkönig?
Ist das nicht offensichtlich, Kriegshäuptling? Ich diene der Horde. Pass auf, was ihr sagt, Miststück. Komusch, ihr bleibt hier und stellt sicher, dass die Banshee-Königin gut bewacht wird. Ich erwarte beim nächsten Treffen einen umfassenden Bericht. Vergesst, sie hat keine Stimme bekommen. Irgendwann stehen wir alle vor unserem Schöpfer und erwarten sein Urteil. Euer Tag könnte schon bald kommen. Okay. Also Sylvanas hat hier einen sehr fragwürdigen Plan. Und das gefällt dem neuen Hordenchef nicht ganz. Raus mit der Sprache. Hoffentlich ist das wichtig. So, und jetzt geht das Arbeiten los. Gleich mal ein Töt-Quest. Wo sind die anderen beiden Quests? Da oben. Ich hoffe, man hat jetzt die Zwischensequenz gehört. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie laut der Ingame-Sound war, aber ich habe es extra ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das ging. Gut, also, hier drei Quests abholen. Wie gesagt, ich kenne das Gebiet hier nicht. Deswegen muss ich jetzt hier auch immer auf die Karte linsen, wo ich denn hin muss. Aber das sieht so aus wie ganz simple Töt- und Sammelquests. Und das ist ja nicht weiter schwer. Und Blizzard hat es jetzt ja auch so gemacht, dass die Mobs, die man braucht, so farblich vorgehoben sind. Also die Namen sieht man halt eben dann von Weitem schon quasi, damit man weiß, okay, da ist was ich brauche. Das ist natürlich auch ganz schön gemacht. Ich muss zuerst etwas anbieten. Ich one-hitte die fast alle. So. Genau, also. Ah, und das Kraut muss ich hier so einsammeln. Das wächst hier so. Aber das mit dem Pet ist echt nervig. Ich will das halt auch nicht immer bei jedem kleinen Trash los, also vorschicken, damit es schon mal antanken kann. Das ist ja auch nervig. Ja, aber ich finde es schön, dass wir hier was wir hier Worgen töten müssen. Weil ich finde die furchtbar. Keine Ahnung. Also das einzigste Coole, was die haben, ist, dass ihre... Also, dass sie kein Reittier haben, sondern dass sie ihr eigenes, also dass sie sich halt einfach, ja, bla, dass sie selber laufen. Das finde ich cool. Aber ansonsten habe ich die Nummer angespielt, weil ich spiele ja eigentlich keine Allianz. Ich finde die Gehanimation einfach so furchtbar irgendwie. Die krüppeln da immer so rum. So klar, sie sind Wölfe und laufen auf zwei Beinen. Sieht natürlich nicht elegant aus, aber irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Nee. Das ist nicht meine Rasse. So, wo ist das andere Zeug? Saubere Tierinnereien. Könnt ihr ruhig mal ein bisschen öfter hier rumliegen. Ah, hier sind saubere Tierinnereien. Genau, PvP, weil jetzt oft in die Kommentare geschrieben wurde, ich soll doch mal PvP machen. Mache ich schon auch mal. Ist jetzt nicht so, also ich bin da nicht sonderlich gut drin, glaube ich, weil ich mache das nie. Aber werde es dann schon nochmal machen. Also auch jetzt relativ bald. Vielleicht mal im nächsten Part dann.
Was droppen die da eigentlich immer für? Achso. Schade, ich hätte gedacht, das kann man aufmachen. Das Innerein-Ding. So. Hä? Warum kommen da immer Blumen, wo ich langlaufe? Ich bin ein Blumenmädchen. Die droppen aber nicht sonderlich toll. Erst zwei. Die Stimmung ist hier schon ein bisschen düsterer als im Brachland. Muss man sagen. Ich bin ja mal gespannt. Was brauche ich denn jetzt noch? Noch drei Kräuter und... Nein, zwei Kräuter und drei Innereien. Ich habe kein Ziel. Ach so. Weil normalerweise mag ich diesen Garrosch-Höllschrei ja gar nicht. Der ist irgendwie so rüpelhaft. Den mag ich nicht als neuen Anführer der Horde. Aber was die Sylvanas jetzt davor hat, fand ich auch fragwürdig. Das ist ja sowas wie Klonen. Quasi. Oder so. Juhu, ein Malachit. Ja, ich habe immer noch kein Beruf, fällt mir gerade auf. Sollte ich jetzt langsam mal machen. Aber das Beruf für Skillen werde ich sowieso... Weil ich bin sehr schlecht darin, das nebenbei zu machen. Weil ich dann immer zu faul bin. Also nebenbei, während ich queste. Weil entweder ich vergesse es einfach, das dann mitzunehmen. Oder ich will dann nicht mehr die zwei Mobs noch töten, damit ich dann zu dem Vorkommen komme. Also Reisenvorkommen oder was auch immer. Oder der Blume komme. Deswegen werde ich das wahrscheinlich separat machen. Und dann auch nicht mit aufnehmen, weil das ist ja langweilig. Genau. Werde wahrscheinlich Ingenieurskunst schon machen. Weil das ja doch ganz lustig ist. Aber halt. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Eigentlich bin ich meistens wie zu faul, irgendwas zu skillen. Und mache das dann erst, wenn ich das Reittier habe. Weil im Reittier ist es halt dann doch angenehmer. Durch die Gebiete einfach zu fliegen. Und da geht es dann irgendwie viel schneller. Mal schauen, ob ich mich durchringen kann, davor schon irgendwas zu machen. Oder ob ich das dann erst mache, wenn ich ein Reittier habe. Was habe ich da überhaupt für einen Buff? Ja, gebe ich schon mal die beiden Quests ab. Und hole mir dann noch mein letztes Tierinnerei. Das will ich alles nicht. Dann nehme ich den Zauberstab. Yippie! Einen neuen Talentpunkt. Da will ich doch das hier. Distanzangriffstempo um 1% erhöht. Das ist doch schön. Ja, ich muss auch mal gucken. Ich glaube, der Part hat eh jetzt schon wieder ganz gut 20 Minuten. Ich habe natürlich mal wieder vergessen, rechtzeitig die Uhr anzumachen und habe es dann wieder zu spät gemacht. Das heißt, darauf kann ich mich jetzt auch nicht verlassen. Ich mache jetzt noch das letzte Tierinnerei. Und dann schaue ich mal, wie lange ich schon aufnehme. Aber bis jetzt ist mein PC nicht abgestürzt. Das ist doch schön. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. Ich habe es jetzt nochmal auf eine neue Festplatte. Wahrscheinlich sind jetzt einfach alle meine Festplatten kaputt. Gerade nehme ich auf eine externe auf. Das ist komisch. Die habe ich schon ungefähr seit 5 Jahren und sie ist nicht kaputt gegangen. Und die ganzen internen Platten, die muss ich ungefähr jedes halbe Jahr austauschen, weil sie mir kaputt gehen. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch mache. Naja. PCs halt machen immer, was sie wollen. So, ich brauche noch ein Viech. Warum sind hier keine Viecher? Da ist eins. Ich muss näher ran. So, wehe, du droppst es jetzt nicht.
fülle doch nur deine Innereien. Ich will dir doch nichts Böses. Sehr schön. Haben wir alle? Kann ich das noch abgeben? Da, die da, die da. Was ist hier? Der leuchtende Strand. Da waren früher immer Murlocs. Die sind jetzt zum Glück weg. Furchtbare Viecher. So. Schauen wir doch mal. Was bekommen wir da Feines? Oh, nur 4 Silber. Ist ja nicht so viel. Ich freue mich schon auf Mount und auf diese Aura, die man schneller, womit man schneller laufen kann. Die kriegt man ja noch vor dem Mount. Judy, hier geben wir das Quest noch ab. Ich bin ganz Ohr. 50 Murlocs. Gleich 50 Stück. Na gut. Begrüßt den Schatten. Gut, das Quest mache ich noch. Und dann mache ich, glaube ich, den Cut. Wo muss ich hin? Wie? Kriege ich da irgendwas für? Ah ja, ich krieg die Fledermaus. Fledermaus. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich 50 Mobs per Hand... Warum sind hier ganz die Großen? Was machen die hier? Wenn ich 50 Mobs per Hand hätte töten müssen, das wäre doch etwas übertrieben. Hier. Deshalb, das meinte ich vorher. Guckt. Hier, da sieht man halt den Namen nicht über den Köpfen. Und bei dem sieht man den Namen über dem Kopf, weil ich den eben fürs Quest brauche. Was verlangt ihr vom Tod? Und jetzt kann der mich dahin fliegen. Und ich habe hier Bomben. Seuchengebräu. Und die kann ich auf die Murlocs werfen. Um diese Viecher auszulöschen. Kann ich die auch auf die werfen? Passiert aber nichts. So. Ladida. Flieg schneller, flieg schneller. Was haben wir hier? Worgen. Aber nicht die komischen Worgen, sondern die normalen Worgen. Ja, Murlocs töten. Yippie. Boah, die Armen. Jetzt tun sie mir irgendwie wieder leid. Werden einfach so bösartig von oben angegriffen. Können ja auch nichts dafür, dass sie hässlich sind und stinken. Und komische Geräusche von sich geben. Nein! Achso, doch, ich bin schon fertig. Puh. Ich dachte schon. Ja, das war doch mal ein ganz lustiges Quest. Mal was anderes. Insel Fenris. Burg Fenris. Jo. Also im nächsten Part werde ich, glaube ich, mich mal zumindest mal für PvP anmelden. Ob ich dann reinkomme, ist die andere Sache. Und sobald ich 15 bin, also Level 15, kann ich mich dann auch mal für eine Instanz anmelden. So. Und jetzt gebe ich das Quest noch ab. Nicht gegen den Pfosten laufen. Und... Was benötigt ihr? Was kriege ich denn? Was will ich denn? Das will ich eigentlich alles nicht. Da verliere ich 2 Beweglichkeit. Da verliere ich 1 Beweglichkeit. Ich bin müde. Gut, dann nehme ich das hier. Die dunkle Fürstin. Gut, und dann sage ich bis zum nächsten Teil. Bis dann.